Willkommen hier zu einer neuen Folge F123 Breaking Point. Und ja, den Anruf hatten wir letztes Mal schon, das brauchen wir nicht mehr. Wir gehen direkt nach Spanien, abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass nichts mehr passt. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, links mal unten in der Bio. Und wir gehen direkt rein. Ich glaube, das ist das erste Rennen von Kelly Mayers. Aber da müssen wir jetzt mal gucken. Und let's go. Wir wissen ja, es ist, glaube ich, das können wir hier alles skippen, das brauchen wir ehrlich gesagt alles nicht. Bla 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 bla. Und jetzt hier. Wir sind jetzt wieder 8, oder? Ja. Primär gewinne das Rennen. Versuche so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Das wird, glaube ich, sehr einfach werden. Let's go, Leute. Und komme fast 1 zu 0 unter das Ziel. Das ist nur so das Primäre. So, zack, der Start war gut. Wir fahren auf schwierigste Schwierigkeit. TSC Mittel und selbst schalten. Also mit Empfehlung. Das ist, glaube ich, ja, schön ersichtlich. Und das sind unsere beiden Ziele. Turn 1 bleiben wir etwas hinten. By the way, wird auch morgen oder übermorgen hier unsere Season 2 mal Teamkarriere kommen. Sehr komischer Zufall. Und ich bin mal gespannt. Müssen wir jetzt wirklich das komplette Rennen fahren? Das wäre sehr langweilig. Das waren sehr verrückte Wochen, aber. Meine Frage ist eher, wir gucken jetzt mal rein, wer ist unser Zweitfahrer? Das ist mal Aiden Jackson, das sind wir und es ist Noah Bell. Ich denke mal, das ist so ein Ersatzfahrer oder so. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, vielleicht können wir das Rennen noch gewinnen. Dann würden wir Noah Bell ziemlich zeigen, wo der Hammer hängt. 13. Platz nach der ersten Runde ist, denke ich mal, gut. Mal gucken, wie weit es da für uns auch nach vorne geht. Rot-Gelb ist auch eine schwierige Strategie, gerade hier. Ich freue mich aber trotzdem, weil ich glaube, er hat noch nicht ganz mit Kelly gesprochen. Sonst, ja, wird sie vermutlich schon im Auto sitzen, oder? Ich dachte doch wirklich schon, dass die jetzt... Oh, das war nicht so gut. Es ist sehr, sehr, sehr cool. Runter hier, vielleicht passiert auch hier was. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich kenne den Jungen nicht und er ist letzter Platz, also... Eventuell nur beim Überrunden oder so. Dann gehen wir an Guanyu vorbei. Und das ist Platz Nummer 11. Das ist eigentlich ziemlich simpel heute. Wir kommen da wirklich gut vom Fleck weg. Und da vorne ist unser erstes Ziel. Fernando Alonso im Aston Martin. Schade, dass die ein bisschen so untergegangen sind in der letzten Zeit aktuell. Also wirklich, die waren bedeutend besser. Gerade zu Beginn der Season. Es ist auch sehr, sehr einfach, diese Schwierigkeit. Ich meine, wir können hier locker den anderen folgen. So. Jetzt hier schon Pierre Gasly dran. Das könnte gut werden. Bergal rauf und jetzt im Windschatten. Da saugen wir uns dran. Das sollte nur grün sein, deine Mittelsektor. Yo, da fahre ich ihn fast hinten drauf. Das war nicht so sauber. Ist das ein Schaden? Gut, Probleme im Wacken, die Reifen schon. Aber es sind eh nur 25% Rennen, also... Perez schnellste Rennrunde, Verstappen dahinter noch schneller. Das ist jetzt interesting. Oh mein Gott, steht Alonso? Das ist ja, das ist nicht schön, wie der hier rollt. Noch vorm Boxenstopp-Fenster sind wir jetzt am ersten Ziel vorbei. Und jetzt geht's ans zweite. Das ist der gute Carlos Sainz. Hat ja ordentlich ein Pech in Belgien. Jetzt aber hier im Rennen ein bisschen besser dran. Generell die Ferrari machen einen soliden Eindruck. 5 und 7 ist... Jetzt hängen wir an Carlos Sainz dran. Runde 3. Und da achte schnellste Rennrunde. Das ist gut. Das ist sehr gut auch fürs Team. ES Management, wie immer top von mir. Und ja. Sainz kämpft mit seinem besten Freund. Aber ich bin mir sicher, ob die jetzt beste Freunde noch sind. Da ist er jetzt eher mit Verstappen unterwegs. Na, trotzdem.
jetzt im Windschatten hier, das wird's. Da überholt man normalerweise eigentlich nicht, aber... Norris sagt so, nee. Bleiben wir erstmal dran. Da macht uns das Leben nicht so einfach, als ich mir das vorgestellt hätte. Aber jetzt geht's in Turn 10 rein. Da können wir innen dran halten und bleiben. Gehen hier als Erster von der Kurve raus. Die Reifen sind so rutschig aus manchen Kurven raus. Unser Ziel fährt auf dem 6. Platz herum. Das ist wirklich ein Hardcore-Ziel. Er ist wirklich sehr strong, der Sainzi. Und da kommt jetzt wieder Norris angeschossen. Ja, ich habe das erst wieder verpulvert vorhin. Da verlieren wir fast wieder den Platz. Aber ich denke mal, dass die drei vor uns eher noch possible sind. Gerade mit dieser Schwierigkeit ist das eigentlich kein Problem. Sollte kein Problem sein. Also das wird echt schwierig, an Sainzi dran zu kommen. Jetzt, ja doch, die hängen jetzt wieder ein bisschen hinterher. Wir werden Runde 9 reingehen. Runde 9, dann machen wir den Undercut gegen Sainz und auch gegen, ja, eventuell die drei da vor uns. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal. Wir müssen ja nur an Sainz vorbei. Das, glaube ich, könnten wir schaffen, indem wir bereits in Runde 9 reingehen. Vielleicht sogar 8. Ja, 8 werden wir reingehen. Ende 8. Runde. So wird das gar nichts. Also, da kommen wir kaum dran. Und das ist wirklich... Es sind wieder diese 1,8 Sekunden. Du kommst kaum mehr dran. Aus der letzten Kurve raus, immer ein paar Tausendstel gut genommen, mitgenommen. Jetzt da vorne Hamilton auch dabei in dem Fight. Jetzt können wir uns endlich auch mal von Norris ein bisschen, ja... Werden wir nicht direkt wieder angegriffen. 4 Zehntel auf der Geraden verloren. Liegt aber vermutlich auch daran, dass die alle im DS ein bisschen hängen. Und wir da halt wirklich eher so das dritte Rad am Wagen sind. Gerade so diese... Ich bin mich ganz sicher. Sollen wir in die Box gehen? Bleiben wir noch eine Runde draußen? Nein, wir gehen rein. Bodenwelle auffassen, nicht Vollgas, das geht hier nicht. Ich glaube, mit dem Move könnten wir uns eine gute erste Position hier raus angehen. Jungs, nicht verhauen, bitte. Toller Stop, gute Arbeit. Leclerc ist zwar weiter. Aber Leclerc juckt uns halt eben nicht. Es ist gerade Sainz, der wirklich strong ist. Bell ist vorbei. Let the ring bell. Er ist wirklich schwach, aber er ist ja nur ein Ersatzfahrer. Da rechnet ja keiner damit, dass der wirklich hier um Weltmeistertitel fahren muss. Es ist, ja... Logan Sargent, der wird noch ein paar Runden fahren. Ein, zwei Runden vermutlich noch. Wir haben noch 8 Runden jetzt übrig. Bitte Ferrari, hack die Junior-Strategie aus, über die sich normalerweise immer jeder lustig macht. Jetzt könntet ihr endlich uns damit einen Gefallen machen. Und da vorne ist ein riesen Stau, wo auch Leclerc drin ist. Es ist immer natürlich ein Risiko, früher reinzukommen, in den Verkehr zu rutschen. Jetzt gehen die mit den gelben Reifen auch schon rein. Also for real, der gelbe Reifen ist eigentlich schon ein Witz geworden. Der ist viel zu schnell und da kommt ein rotes Auto vor mir raus. Hamilton haben wir undercutted. Und Sainz ist jetzt direkt vor uns. Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Ich meine, die Outlap war jetzt nicht besonders, aber wir haben da immerhin 18 aufgeholt. Waren circa 2 Sekunden, ja. Eine Sekunde haben wir circa aufgeholt. Das ist wirklich gut und Bell könnte jetzt alles gut machen hier. Ja, guck dich mal. Ja, Bell. Ja, dick doch. Perfekt macht er das. Perfekt. Und bergauf. Wow.
Was für ein geiler Teamkollege. Er ist ein Wasserträger auf jeden Fall. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen... Aber ich habe meine Chance hier gewittert. Und jetzt sind wir vorbei. Jetzt haben wir beide Ziele. Das ist wirklich sehr stark. Kurz und dann ab in die Box mit euch. Und schenkt mir das DRS. Jetzt ist es die 11. Runde. Und wir haben es geschafft. Bald dazu mischen. Ein Cornersport Racing Auto auf dem Podium. Das wäre wirklich wichtig. Denn wir wissen ja, wir müssen die Ziele einhalten, die uns Davidov gegeben hat. Um weiterhin das Team mit der Formel 1 am Leben erhalten zu können. Das ist ja Kampf um zweiten Platz, oder? Ja, Perez Dritter. Wer ist der Erste? Verstappen dann wahrscheinlich, ja. Der ist weit weg. Vielleicht. Kommen wir hier noch an den Jungs vorbei. An einem wenigstens. An zwei Podium? Wäre geil. Der zweite Platz wäre Maximum. Aber jetzt drückt dann wahrscheinlich auch Sainz an. Wir müssen schauen, dass wir im letzten Sektor jetzt die paar Zehntel noch finden. Paar Tausendstel. Dass wir hier an den Jungs vorbeigehen. Oder ans DS-Fenster mir mal kommen. Ja, derweil noch nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall, Leclerc könnte schneller. Der drückt schon ordentlich an Sainz, an Perez an. Und wir kommen hier um ein paar Tausendstel nicht ins DS-Fenster. Werden aber safe gleich Opfer von den anderen. Die Kurve ist wirklich sehr, sehr schwierig zu fahren. Sehr rutschig. Und jetzt merke ich auch, was Leclerc hier gemeint hat. Guckt euch mal jetzt an, wie Russell jetzt wegziehen konnte. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt mal guter Exit aus der letzten Kurve. DRS on, ERS aber wieder aus. Und mit ein bisschen DRS-Hilfe können wir hier an ihn vorbeigehen. Danke Leclerc für den Windschatten. Das ist Platz Nummer 4 fürs Cornersport Racing Team. Und das ist Balsam für die Seele, für das Team. Ich glaube auch Bell ist nicht letzter, ich glaube er ist vorletzter. Jetzt hier mal rauf den Berg. Boah, das ist... Ja, aber ich glaube, Leclerc können wir nicht überholen. Das wird zu schwierig. Leclerc ist zu schnell mit den Roten. Und ich glaube auch, dass Perez nicht mehr lang hinter mir bleiben wird. Ich hoffe, dass er noch ein, zwei Runden eventuell den Sainz aufhält. Wir haben noch drei Runden zu gehen. Ja, das ist schon noch ein langes Rennen. DS nehmen wir noch mit. Und wenn wir im DS-Fenster bleiben könnten zu Leclerc, wäre das wirklich schon mal eine gute Sache. Denn auch wenn wir an Leclerc nicht vorbeikommen, glaube ich, dass Russell nicht die größte Pace hier hat. Ja, letzte Kurve. Was gibt's? Wollte nicht der Julian mit dir spielen? Mann, nur müssen? Mann, vermutlich. Noch ein bisschen würde nicht mehr spielen wollen. Leclerc spielen? 40 Minuten? Ich werde vorne drauf hängen. Herum. Also und das fällt da um 6 auf die Nacht ein. Okay. Ja, aber wenn du da kriegst, die man hinterkommen hat, dann ist warte dir bitte zu. Jetzt sind wir ganz nah dran an Leclerc und er hängt richtig hinter Russell. Wir brauchen dieses Chassis. Wir brauchen ja nie im Leben. Vorletzte Kurve geht jetzt endlich voll. Ja, da verlieren wir so viel Zeit. Und ein bisschen vors Auto während dem Bremsen. Moving under braking, ich glaube es ist einmal erlaubt. Also einmal zu kreuzen. Und ja, jetzt ist jede Chance da vorne auf die DRS hin. Und wir haben noch eine ganze Runde. Was mache ich auf der nächsten Start- und Zielgeraden? Das ist eine gute Frage. Aber eventuell fighten die ja da vorne noch ein bisschen.
Ja, die Ferrari auf jeden Fall. Diese Strategie war nicht dumm. Zum Schluss die roten Reifen. Der drückt mir an wie sonst keiner. Es klebt aber jetzt auch schon der Red Bull hinten ran. Das könnte jetzt... Alter, die Reifen sind so tot. Die sind wirklich... Halleluja. Diese Reifen, naja, tot ist okay. Ich glaube aber auch nicht, dass Leclerc mehr an Russell vorbeikommt. Das ist unmöglich, finde ich. Und ich kann euch vor Glück sagen, dass wir hier jetzt wieder 7 Zehntel. Ja, das könnte jetzt reichen. 6 Zehntel. Einmal lupfen, mehr geht nicht. Der Exit war top. Da hängen wir jetzt auch leicht im Windschatten von Charles Leclerc. Und da sind wir fast auf 1,3 Sekunden wieder dran gefahren. Obwohl wir die alten abgelutschten Reifen haben. Vielleicht geht da noch was in der letzten Runde. Vielleicht gibt es da noch eine Kollision, irgendwas, was mir da eine offene Hahn im Leben. Aus der ersten Kurve raus 6 Zehntel verloren. Und ja, ich glaube auch Leclerc, das wird schon so bleiben. Dad, ich wäre gerne aufs Podium gekommen. Nein, oh mein Gott. Ja, jetzt ist gar nichts mehr da. Die Reifen rutschen abnormal. Er kann zwar versuchen, aber hier kannst du außen nichts machen. Selbst wenn ich die viel schlechteren Reifen hätte. Leclerc hat es ein bisschen vertan, seine Chance. Weil er halt einfach mit dem Teamkollegen gekämpft hat. Das war sein größter Fehler. Bitte lass das reichen. Ja, Gott sei Dank. Was für ein Rennen. Eigentlich juckt es mich ja gar nicht. Wir brauchen uns das Video nicht angucken. Ich bin eher gespannter, ja genau, das Interview. Und ich glaube, dann könnten wir schon beenden, 30 Minuten. Komisch, aber tut, was man kann, egal. Andere Teamkollegen sind, passt. Es ist nicht meine Aufgabe, mir darüber Gedanken zu machen. Ich wünsche Devin alles Gute, aber für mich ist es wirklich egal, wer der andere Fahrer ist. Ich fahre einfach so gut ich kann und das ist alles, was zählt. Der Rest liegt in den Händen von Kasper und dem Team. Wie geht es Devin? Und wie geht es Ihnen mit Ihrem neuen Teamkollegen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber... Kann man schon so sagen, glaube ich. Er hat viel Energie in das Team gebracht. Es ist komisch, dass er nicht mehr dabei ist. Ich will nicht sagen, dass ich ihn mag. Das würde er mir ewig vorhalten. Aber er fehlt bei Konnersport. So viel ist sicher. Es wird viel darüber geredet, was passiert, wenn Devin nicht zurückkehrt. Würde sich Konnersport nach einem neuen Fahrer umsehen? Das kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht ist das eine Chance für eine neue Verpflichtung für das Team. Es gibt viele Talente da draußen, die sich nach einem Platz in der Formel 1 sehen. Und Konnersport könnte ihnen diese Chance bieten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Unsere jetzige Besetzung ist top. Ich glaube, da hätte ich viel lügen müssen, weil das war nicht top. Für heute war es das mal. Nach dem Rennen, ist das ein Video? Nein. Für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder hier auf TikTok. Egal. Also, für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich extrem und bin auch gespannt, wie es weitergeht mit Kelly und so weiter. Nächstes Kapitel schlagen wir dann morgen und übermorgen auf. Ich möchte auch nicht mehr so lange Pausen machen. Abonniert dafür auch gerne kostenlos den Channel, falls mir die Videos gefallen. Würde ich mich auch gerne über ein Däumchen oben freuen. Jetzt sei mal still und lasst auch gerne ein Däumchen oben da. Abonniert gerne und schaut gerne auf Social Media vorbei. Links bei alle unten in der Bio. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.